Tag, Leute! Mahlzeit! Wenn du auch schon immer mal einen richtigen Burnout raushauen wolltest, ordentlich rauchen, die Räder durchdrehen lassen, dann bist du bei dem Video genau richtig. Am Anfang werde ich ein bisschen so die Theorie durchgehen, also ich packe euch die Zeit in die Beschreibung, ab wann dann die Praxis kommt, da könnt ihr das dann hier überspringen, den Teil. Erstmal ist es möglich, mit Automatik und Handschalter Burnouts zu machen, ohne Problem. Es kommt drauf an, ganz neue Autos haben viele elektronische Helfer, die sich gar nicht mehr richtig ausschalten lassen. Ansonsten kann sogar ein 316i ein Burnout, schwöre ich euch. Aller Anfang ist schwer, bestes Beispiel, Kadirs erster Burnout. Aber ihr werdet sehen, wenn ich euch das erklärt habe, dann habt ihr das ruckzuck drin, dann könnt ihr das probieren und schafft ihr Wetten auch. Jetzt gibt es natürlich die Burnout-Verfechter, die sagen, dass es schlecht fürs Auto ist, dass man alles kaputt macht, dass die Karre dann nur noch Schrott sei. Nein. Alles, was ihr kaputt macht oder mehr belastet, sind Ersatzteile und lassen sich reparieren. Es ist nichts Verwerfliches daran, mal im hohen Drehzahlbereich sein Auto rauchen zu lassen, sofern man nicht eine Viertelstunde lang im Begrenzer hängt. Burnouts können auch was Gutes haben, und zwar, wenn Reifen zum Beispiel ganz neu sind und die so richtig weichen Gummi haben, dann fährt es sich richtig scheiße, und da hilft es auch mal, wenn man 10 Sekunden lang oder 5 reichen auch schon oft, mal einen Burnout zieht, damit die obere dicke weiche Schicht vom Reifen runter ist. Und dann verbessert sich das Fahrverhalten. Oder bei Rennen, das wissen die meisten Rennfahrer aber natürlich, der Reifen wird warm, kommt auf Betriebstemperatur, man hat mehr Grip. Positiv. Die negativen Punkte sind zum Beispiel die Teile im Auto, die ihr belastet. Eure Antriebswellen, Mirko hat zum Beispiel schon eine abgerissen. Weil ihr müsst überlegen, euer komplettes Drehmoment, batz, wird auf einen Schlag an die Kupplung gegeben. Wenn die ordentlich greift und nicht durchdreht, wie bei vielen leider. Und die Antriebswellen, die sind eben recht dünn. Im Gegensatz zu so einer Kardanwelle ist die Antriebswelle ungefähr so. Euer Differential wird hart belastet, das kannst du euch auch ordentlich zerlegen. Und natürlich eure Reifen. Was ihr nicht machen solltet, Begrenzerparty. Haut euer Auto nicht Vollgas im Begrenzer ein paar Minuten lang, sondern ihr könnt auch kurz vor Begrenzer. Sagen wir mal, der hier dreht bis 6800, dann dreht ihr halt nur bis 5,5 oder 6. Das geht. Man kann auch bei niedrigeren Drehzahlen den Burnout halten. Auf dem Syndikat hat ein 316i einen Burnout gemacht. Der hing trotzdem nicht im Begrenzer und hat, glaube ich, 1,5 Minuten am Stück einen Burnout gemacht. War zwar nur ein Reifen, aber das war eine Rauchwolke. Ich schneide mal schnell das Video rein. Könnt ihr übrigens mein Instagram checken, da habe ich das Video hochgeladen. Die Theorie beim Burnout ist auch ganz einfach, und zwar folgende. Ihr steht auf einer Stelle, eingelegter Gang, Kupplung getreten. Ihr erhöht das Gas bis 4, 5, 6000, je nachdem. Dann lasst ihr die Kupplung auf einen Schlag los und wechselt mit dem linken Fuß sofort auf die Bremse. So funktioniert es bei manuellen Autos. Bei Automatikautos ist es noch einfacher. Ihr tritt auf die Bremse und gebt dann Gas. Ja, so einfach. Vorher natürlich bei beiden Varianten alle Traktionskontrollen ausschalten. Wenn ihr nicht wisst, wie bei eurem Auto die Traktionskontrolle komplett ausgeht, weil schon viele neuere Modelle ab 2010 oder so, kann man das nicht mehr komplett deaktivieren, soweit ich weiß. Googelt im Internet, ob sich das komplett deaktivieren lässt, und wenn ja, wie. Übrigens, was noch ein Aspekt ist, fällt mir gerade ein, wenn ihr ewig lange Burnouts macht, dann leiden eure Bremsen enorm. Deine Bremsscheibe wird heiß des Todes, deine Bremsbeläge radierst du weg wie nix. Weil du musst ja denken, wenn du auf die Bremse gehst, gehen die Bremsen vorne zu und hinten. Hinten zwar immer schwächer als vorne, aber trotzdem sind deine Bremsen leicht zugezogen und die Bremsscheibe schleift die ganze Zeit. Also da entwickelt sich enorme Hitze auch. Dann würde ich sagen, es ist Zeit, dass wir ans Praktische gehen und schwingen uns mal in den Hobel da rein. Hallo und herzlich willkommen in der Praxis. Als allererstes wollen wir natürlich unser Auto warm laufen lassen, damit es auf Betriebstemperatur ist, weil keiner gibt einem kalten Motor, und wenn doch, ist es ziemlich dumm. Der nächste Schritt wäre dann, eure Traktionskontrolle auszuschalten, im Falle BMW des ASC. Und schon seid ihr eigentlich gewappnet für einen ordentlichen Burnout. Ich werde euch nochmal eben die Trockenübung demonstrieren mit den Pedalen. Sag nichts gegen den Dreck in meinem Fußraum, der gehört dahin. Also, Auto befindet sich im stehenden Zustand, Kupplung wird getreten, Gang wird eingelegt, Drehzahl wird erhöht. Mit dem quietschenden Gaspedal wird bis auf ca. 5-6000 gebracht, vielleicht auch mal 6,5 bei den 316ern. Dann lasst ihr die Kupplung springen und geht ruckartig auf die Bremse drauf. Probiert es auch ganz einfach mal im Trockenen aus. Kupplung, Gas, Bremse. Und wenn ihr dann in dieser Position seid wie ich und die Räder sich durchdrehen, kleiner Tipp, stellt vorher eure Rückspiegel so ein, dass ihr eure Räder sehen könnt. Dann könnt ihr jetzt mit der Bremse ein bisschen spielen, mal weniger, mal mehr. Wenn ihr merkt, ihr fangt an zu rollen vom Burnout, dann macht ein bisschen mehr Bremse hin.
und versucht wieder stehen zu bleiben. Oder ihr probiert es ganz, ganz langsam zu rollen und somit eine Spur zu ziehen. So, liebe Leute, es ist der nächste Tag und selbstverständlich braucht man, wenn man viele Burnouts macht, einen guten Partner zum Reifenwechseln, wenn man ständig neue Reifen braucht. Ich verbrauche im Jahr durchschnittlich 5 Sätze Reifen auf der Hinterachse, vorne einen bis zwei maximal. Aber natürlich nur, wenn man viel driftet und Burnouts macht. Sonst lässt sich das auch mit einem Satz im Jahr fahren oder zwei. Auf jeden Fall, damit es sich lohnt, müssen die hinteren Reifen jetzt noch komplett runter. Dann fahren wir zu Memo, unserem alten Freund, und lassen neue Reifen drauf machen. In dem Sinne bereite ich mich auch mal in den vorher beschriebenen Schritten vor. Und dann brennen wir mal die Reifen runter. Der Moment, wenn sogar das Mikrofonkabel von der GoPro voller Gummi ist. Ohne Witz, jedes Mal, wenn ich zum Memo fahre, ist diese Kackampel rot. Also Memo, danke dir zum Reifen drauf machen, wie immer. Der Memo hat gerade noch eine geile Idee gehabt, oder ich weiß nicht, ob es so geil ist, meine Tiefbetten. Und zwar, was war denn deine Idee? In Candy Blau, also so ähnlich wie hier. Also nur die Betten, nicht den Stern. Genau. In Candy Blau. Wird es dann auch so hochglanz oder wird es? Das sieht dann so aus wie Blauchrom, kann man sagen. Blauchrom. Also, schreibt mal dazu, was ihr dazu meint, so, ob das geil kommt, ein Tiefbett oder lieber Stern oder so. Interessant wäre es mal. Also liebe Leute, in dem Sinne war es das auch von meiner Seite. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen. Vielen Dank, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.